CO2, ein Sorgenstoff, gefürchtet als klimaschädliches Treibhausgas. Am Karlsruher Institut für Technologie, KIT, untersuchen Forscher, wie man unerwünschtes Kohlendioxid aus der Atmosphäre in etwas Begehrtes verwandeln könnte, reinen Kohlenstoff. NECOC, kurz für Negative Carbon Dioxide to Carbon, heißt das Verfahren und es läuft über einen dreistufigen Prozess. Zuerst wird CO2 aus angesaugter Umgebungsluft abgeschieden. Bei der anschließenden Methanisierung wird es dann in seine Bestandteile Kohlenstoff und Sauerstoff zerlegt, die dann zusammen mit Wasserstoff neue Bindungen eingehen. Heraus kommen Methan und Wasser. Hier sehen wir jetzt den Kern der NECOC-Technologie, den letzten Schritt, die Pyrolyse-Technologie. Methan wird dem Pyrolyse-Reaktor zugeführt von unten. Der Pyrolyse-Reaktor ist eine mit flüssigem Zinn befüllte Glassäule. In der Glassäule, die beheizt ist, zerlegt das Methan sich in Kohlenstoff und Wasserstoff. Der Kohlenstoff schwimmt hier oben auf und kann dann am Ende ausgetragen werden. Reiner Kohlenstoff wird sonst in der Regel aus fossilen Quellen wie Öl und Kohle gewonnen und ist in vielen Industrieprodukten, von Baumaterialien über Gemälde bis hin zur Herstellung von Batterien oder Medizintechnik, wertvoll. Das Verfahren in Karlsruhe läuft seit vergangenem Dezember, allerdings nur im Versuchsmaßstab. Täglich werden hier im Schnitt 0,5 Kilogramm Kohlenstoff produziert. Energie und Wasserstoff, die dafür nötig sind, werden mithilfe erneuerbarer Energien gewonnen. Technologien, mit denen der Atmosphäre CO2 entzogen werden kann, rücken beim Versuch, die globalen Klimaziele zu erreichen, immer mehr in den Fokus. Einer im Januar veröffentlichten Studie der Universität Oxford zufolge werden jedes Jahr etwa 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre abgeschieden, hauptsächlich durch Pflanzen oder Biotope wie Moore. Technische Lösungen machen dem Bericht zufolge nur 0,1% aus. Um die Erderwärmung auf maximal 2 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, müssten Verfahren bis 2050 deutlich ausgebaut werden, etwa um den Faktor 1300.